Liebe Mitglieder und Gäste von ProSchweiz, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde. Tägliche Hiobsbotschaften und kriegerische Auseinandersetzungen prägen unseren Alltag. Wir befinden uns zunehmend in stürmischen Gewässern, weshalb wir den heutigen Anlass unter das Motto Weckruf stellen wollen. Ein Weckruf ist denn auch dringend notwendig. Wenn ich mich mit Leuten unterhalte, so höre ich oft, dass die in Bern ohnehin machen, was sie wollen und wir gar keinen Einfluss darauf hätten. Auch ich ärgere mich manchmal über die Dreistigkeit und Unverfrorenheit gewisser Politiker. Aber ich erinnere sie daran, mit Nachdruck, dass in der Schweiz das Volk das Sagen hat und nicht die Klasspolitik. Lassen wir uns diese Selbstherrlichkeit nicht bieten und stehen wir dagegen auf. Und genau darum braucht es ProSchweiz. Der Name sagt bereits alles. Wir setzen uns ein für eine souveräne, neutrale, direktdemokratische und eigenverantwortliche Schweiz in Wohlstand und Frieden. Nicht mehr und nicht weniger. Dabei wollen wir nicht nur Nein sagen, sondern durch Emotionen alle Gesellschaftsschichten wecken und eine positive Erfolgsgeschichte vermitteln. Für die Schweiz und gerade auch für die junge Generation. Manche würden sogar von einer Vision sprechen, davon mehr später. Wir sind weder rückständig, noch mauern wir uns ein, ganz im Gegenteil. Basierend auf unseren Stärken, die da wären, Präzision, Gradlinigkeit, Pünktlichkeit, Hilfsbereitschaft, Bescheidenheit und dann noch ein starkes Terrain, werden wir in der Welt sehr geschätzt. Wir wollen eigenständig Verantwortung übernehmen und trotzdem mit unseren Nachbarn und anderen globalen Partnern kooperieren. Das ist beileibe kein Widerspruch. Leider stellen sich unseren Tugenden gefährliche Entwicklungen entgegen. Das soll der Zeitgeist sein, die ich kurz ansprechen muss. Ich beginne mit dem Thema Umverteilung, Kollektivismus. War bisher das Prinzip, wonach jeder aufgrund seiner Leistung Erfolg haben kann, sogenannte Meritokratie, weicht dieses immer mehr der Vorstellung, wonach Wohlstand durch Umverteilung erzielt werde. Eifersucht, naiver Glauben an Umverteilung und Kollektivismus macht sich breit und führt zu Auswüchsen. Das Kollektiv scheint wichtiger als das Individuum. So wird Eigentum wie Boden oder Liegenschaften immer mehr als Allgemeingut verstanden und der Ruf nach Enteignungen wird lauter. Man sollte vielleicht gewissen Marxisten und Grünen eine Auszeit in Nordkorea anbieten, dem Hort des Kollektivismus schlechthin, dann würden sie vermutlich relativ rasch geläutert in die Heimat zurückkehren. Wer es nicht glaubt, soll das im 2022 erschienene Buch einer in den Westen geflüchteten Nordkoreanerin lesen, The Hard Road Out. Was die Umverteilung angeht, so wird, anstatt gezielt Unterstützung zu leisten, nach dem Gießkannenprinzip verfahren. Die kürzlich durch das Stimmvolk angenommene 13. AHV-Rente liefert beredtes Beispiel dafür. Die Juso-Erbschaftsinitiative und die Krankenkasseninitiative sind weitere Beispiele. Anstatt Unternehmertum zu fördern und günstige Voraussetzungen zu schaffen, frönt man dem Sozialstaat bzw. der Selbstbedienungsmentalität. So kommen freiwillig Teilzeitangestellte in den Genuss der vollen AHV-Rente und gegebenenfalls Krankenkassenprämienreduktionen sowie weiterer Privilegien, anstatt Kürzungen vorzunehmen. Oder etwa der SP-Co-Präsident nimmt sich eine zweimonatige Auszeit bei voller Bezahlung. Unbezahlten Urlaub scheinen unsere linken Politiker nicht zu kennen. Generell wird die Wettbewerbsfähigkeit systematisch untergraben, womit urschweizerische Tugenden mit Füßen getreten werden. Dann komme ich zur Ausweitung der Staatsquote. Und damit die explosionsartige Ausweitung des Beamten- und Verwaltungsapparats, das mutet gespenstisch an. Der Staat mischt sich immer mehr in Aufgaben ein, die dem Kanton, den Gemeinden oder dem Individuum obliegen.
Immer mehr Beamte haben immer unsinnigere Ideen, wie man die Bürokratie ausweiten kann. Zudem erhöht der Staat die Löhne und Zusatzleistungen über die letzten Jahre derart massiv, dass der Industrie wertvolle Mitarbeiter abgesaugt werden, die lieber beim Staat einer geregelten, sicheren und hochbezahlten Arbeit nachgehen. Als ich ein Genfer Unternehmen geführt habe, habe ich zu Leuten, die etwas arbeitsscheu waren, habe ich gesagt: Allez à la PTT, petit travail tranquille. Gerade diese unselige Entwicklung trägt immer mehr zum Fachkräftemangel in der Industrie bei, meine Damen und Herren. Damit komme ich zur Aushöhlung der Freiheit. Gerade im Rahmen der Covid-Thematik wurde uns bewusst, was es heißt, frei zu sein. So wurde versucht, Andersdenkende niederzuschreien, auszugrenzen und jeden Diskurs abzuwürgen. Einige wollten uns gar einsperren und drohten mit Impfzwang, obwohl die sogenannte Impfung in vielen Fällen weder einen Krankheitsausbruch noch eine Übertragung verhinderte. Andere wiederum wollten Nicht-Geimpfte ausgrenzen, indem sie ihnen einen Kleber aufzwingen wollten. Das erinnert an die dunkelsten Zeiten des letzten Jahrhunderts. Leider spielten die Medien mit und sahen ihre Rolle als Sprachrohr der Regierung. Noch heute werden missliebige Artikel auf Social Media zensuriert. Nun versucht die WHO sogar eine Art Superregierung zu bilden, die weltweit die Gesundheitspolitik und entsprechende Maßnahmen zu planen und durchsetzen will. Wie Sie wissen, hat Pro Schweiz dagegen Maßnahmen ergriffen, die bereits erste Früchte zeigen. Ein weiteres Thema: die unkontrollierte Immigration. Es ist offensichtlich, dass die Immigration in unserem Land aus den Fugen geraten ist. So kommt unsere Infrastruktur an ihre Grenzen. Und die Kriminalität steigt rasant. Ein besonderes Problem stellen militante und gewaltbereite, radikale und oft religiös motivierte Gruppierungen wie etwa die radikalen Islamisten dar. Ohne die Zusammenarbeit zwischen besonnenen Personen der verschiedenen Religionsgemeinschaften und dem kompromisslosen Durchsetzen von Recht und Ordnung wird sich dieses Problem wie etwa in Deutschland und Frankreich weiter intensivieren. Was das Zusammenleben verschiedener Religionen angeht, würde ich die Lektüre der Ringparabel aus Lessings Nathan dem Weisen dringend empfehlen. Und trotz der eklatanten Misere sträubt sich Bundesrat Jans noch immer gegen verschärfte Kontrollen an der Landesgrenze. Das letzte Thema ist die Aufweichung von Nationalstaat und Familie. Globalisten kritisieren zunehmend die Rolle und Bedeutung des Nationalstaates und suchen ihr Heil in überregionalen Strukturen. Hier muss man zur Kenntnis nehmen, dass der Nationalstaat die organisatorische Einheit von einigermaßen Gleichgesinnten darstellt, die noch funktionieren kann. Die Genderkultur gepaart mit Cancel-Kultur, staatlichen Interventionen in Schulen und Ausgrenzungen aller Art führt dazu, dass die Bedeutung der Familie als wichtigste organisatorische Einheit der Gesellschaft aufgeweicht wird. Es ist in aller Deutlichkeit festzuhalten, dass die Vermittlung von Werten und Tradition eine Aufgabe der Familie und nicht des Staates ist. In diesem angespannten, facettenreichen Umfeld bewegt sich Pro Schweiz. Es ist klar, dass Pro Schweiz sich nur auf einige wenige Kernaufgaben konzentrieren kann. Diese sind im Wesentlichen die Positionierung der souveränen Schweiz gegenüber der EU und in der Welt, sowie das Thema Neutralität. Damit komme ich zu einigen kritischen Analysen zu dem sogenannten Rahmenabkommen 2.0. Die Verhandlungsgrundlage, zusammengefasst im sogenannten Common Understanding zwischen der Schweiz und der EU, macht klar, dass die EU an ihren Kernforderungen des für den Bundesrat ursprünglich nicht akzeptierbaren institutionellen Rahmenabkommens unverändert festhält. Sie will die Schweiz zwingen, ihre Gesetzgebung, damit auch das Referendumsrecht des schweizerischen Souveräns sowie die eidgenössische Gerichtsbarkeit in zentralen Bereichen des Schweizer Alltags an die EU abzutreten. Verlust der eigenständigen Gesetzgebung und Gerichtsbarkeit.
Neues Binnenmarktrecht der EU soll automatisch in Schweizer Gesetze übernommen werden. Die offizielle Bezeichnung heißt dynamische Rechtsübernahme. Dies ist Augenwischerei und eine Irreführung des Schweizer Stimmvolkes. Die EU räumt der Schweiz zwar ein, innerhalb bestimmter Fristen eine Referendumsabstimmung über die Übernahme von EU-Recht durchzuführen. Bei einem Nein käme ein Streitbeilegungsprozess in Gang, an dessen Ende so oder so der Europäische Gerichtshof, also das Gericht der Gegenpartei, entscheidet und gegebenenfalls Strafmaßnahmen, was verharmlosend als ausgleichende Maßnahmen bezeichnet wird, gegen die Schweiz zu verhängen. Zudem darf man annehmen, dass die EU bereits im Vorfeld Einfluss auf eine Abstimmung nehmen würde, indem sie ankündigt, welch gravierende Folgen eine Ablehnung hätte. Dabei ist klar, dass der Europäische Gerichtshof der Motor des EU-Binnenmarktes schlechthin ist und Entscheidungen immer aus EU-Sicht trifft, auch wenn sie gegen unsere Schweizer Verfassung verstoßen sollten. Dabei ist der Streitlegungsprozess alles andere als fair. Wohl wird ein Schiedsgericht bestehend aus Vertretern der EU und der Schweiz geschaffen, das vermeintlich auf die Schweizer Interessen eingehen und ihre Position stärken soll. Geht es aber um die Auslegung von EU-Recht, hat der Europäische Gerichtshof unmissverständlich das letzte Wort. Faktisch würden dabei, und das ist neu, alle wichtigen Lebensbereiche der Schweizerinnen und Schweizer sowie das Wirtschafts-, Finanz- und Forschungsstandorte der Schweiz von EU-Recht geregelt. Neu soll die Stromproduktion, die Stromversorgung, die Gesundheit, die Ernährung, die Nahrungsmittelproduktion, der öffentliche Verkehr, zum Beispiel die Liberalisierung des Schienenverkehrs und der Föderalismus, unter anderem die Förderung von Regionen und Beteiligung der Kantone an Infrastrukturen, EU-Recht unterstellt. Wie das geht, zeigt das jüngste Klimaurteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Selbst die ehemalige Bundesrichterin Pfiffner, Mitglied der Grünen, spricht von einem unzulässigen politischen Urteil. Seitens einiger Rechtsgelehrten wird gelegentlich kolportiert, da müssen Sie gut zuhören, dass die Schweiz sich im Falle eines Konflikts jederzeit vorbehalten könne, bewusst gegen EU-Recht zu verstoßen und dann abzuwarten, was passiert und gegebenenfalls geeignete Maßnahmen einzuleiten. Auch wenn dies in der EU gängige Praxis sein soll, was vor dem Hintergrund der bis zum Brechreiz zitierten Wertegemeinschaft erstaunt, hat das nichts mehr mit der bewährten Maxime Pacta sunt servanda oder Verträge sind einzuhalten zu tun. Eine Rechtsnorm notabene, mit der die Schweiz traditionell immer gut gefahren ist. Wenn Verträge schon bei der Unterzeichnung Konfliktpotenzial in sich bergen, soll man es besser bleiben lassen. Obwohl der Bundesrat irreführend von den bilateralen drei spricht, ist klar festzuhalten, dass der Vertragsentwurf in der vorliegenden Form einem Unterwerfungsvertrag gleichkäme und definitiv nichts mit bilateral zu tun hat. Damit komme ich zum zerstörerischen Ausbau der Personenfreizügigkeit. Die EU fordert von der Schweiz die für die Massenzuwanderung maßgeblich verantwortliche Personenfreizügigkeit noch mit der Unionsbürgerrichtlinie auszubauen. Das hätte zur Folge, dass die EU-Personen Schweizer Bürgerinnen und Bürgern gleichgestellt würden, unter anderem auch bei den Sozialversicherungen. Mit den EU-Erweiterungsprojekten Osteuropa, Balkan, Ukraine und der ungebremsten Zuwanderung 2023 gegen 65.000 Nettozuwanderung in die ständige Wohnbevölkerung würden unser Wohlstand, der Arbeitsmarkt und Sozialversicherungen ruiniert. Das Argument seitens der EU und leider auch einiger Schweizer Politiker, wonach die Übernahme der Unionsbürgerrichtlinie zum weiteren Wirtschaftswachstum und Wohlstand der Schweiz beitragen würde, ist blanker Unsinn. Unser Land würde weiter zugebaut, die Mieten würden weiter steigen, der Verkehr auf der Straße und Schiene sowie das Gesundheitssystem würden kollabieren.
Würde die Schweiz die Unionsbürgerrichtlinie nicht übernehmen, würde der Europäische Gerichtshof die Einführung gegen das Schweizer Volk verfügen. Damit komme ich zu Tributzahlungen ohne Gegenleistung. Völlig unverständlich aus der Sicht der souveränen Schweiz und völlig ohne Verhandlungsgeschick hat der Bundesrat bereits im Vorfeld des verabschiedeten Verhandlungsmandats der EU-Kommission zugesagt, dass die Schweiz bereits ab 2024 regelmäßige Nettozahlungen an die EU leisten wird, notabene ohne jede Gegenleistung der EU. Dabei wird übersehen, dass die Schweiz mehr aus der EU importiert, als sie exportiert. Die Schweiz mit 624 Milliarden Schweizer Franken im Jahr 2022 der drittgrößte Investor in der EU ist, nach den USA und UK. Mit den Alpentransversalen Gotthard und Lötschberg einen wichtigen Beitrag zur Nord-Süd-Verbindung zwischen EU-Staaten leistet und ein Durchgangsland für wichtige EU-Gasleitungen ist. Und auch, dass über 390.000 EU-Grenzgänger in der Schweiz einer geregelten und gut bezahlten Arbeit nachgehen. Zudem befinden sich im Gegensatz zur EU in der Schweiz Spitzenuniversitäten, die gerade von EU-Bürgern gerne besucht werden, was die Bedeutung und Relevanz der Horizon- und Erasmus-Programme massiv relativiert. Daraus muss man, aus dieser nüchternen Analyse muss man folgen, dass das sogenannte Common Understanding, ein Vertrag auf dieser Basis für die Schweiz, unannehmbar ist und vor dem Volk wohl chancenlos wäre. Es ist nicht hinnehmbar, dass die Schweiz sich den Werten und Normen der EU unterordnet. Der Preis ist einfach zu hoch. Darüber vermögen auch die wendigen und irreführenden Worthülsen unserer Spitzendiplomaten nicht hinwegtäuschen. Ich möchte Sie noch aufmerksam machen auf eine spezielle Rauchpetarde oder ein Ableckungsmanöver. Das sind diese unzähligen Spesenvergütungen von EU-Bürgern in der Schweiz. Man stilisiert das hoch zu einem riesigen Problem. Es ist ein Problem, aber es ist ein kleines Problem. Und wenn die EU da vielleicht dann einmal noch nachgibt, ändert das nichts, und dass das ein unseliger, unannehmbarer Vertrag ist. Und da darf man sich nicht ins Boxhorn jagen lassen. Der Bundesrat soll endlich aufhören, sich wie ein Untertan zu benehmen und stattdessen den Standpunkt der Schweiz und das, was die Schweiz in die Beziehung mit einbringt, mit aller Vehemenz vertreten. Sollte sich die EU in den erwähnten Kernpunkten nicht flexibel zeigen, so wäre es vernünftiger, die Übung abzubrechen und andere Lösungen ins Auge zu fassen. Anstatt sinnlos massive Ressourcen zu verschleudern, den erfolgreichen und eigenständigen Weg der Schweiz müssen wir fortführen, ohne uns auf die EU zu versteifen. Pro Schweiz wird deshalb eine Kampagne planen und lancieren, um die direkte Demokratie und unsere föderalen Strukturen konsequent zu verteidigen. Wir gehen davon aus, dass die Gegenseite uns übel spielen wird. Sie werden aus allen Rohren schießen, aber wir werden dagegen halten. Und wir dürfen gespannt sein, es gibt sogar Leute, die sagen, das wird die Mutter aller Abstimmungen werden. Wir werden sehen, aber es wird übel werden. Wir dürfen gespannt sein auf die Ausführungen von Herrn Staatssekretär Fasel heute Nachmittag, dem Verhandlungsverantwortlichen der Schweiz, anlässlich unserer heutigen Podiumsdiskussion. Wenn man ihm zuhört, habe ich mal jeweils den Eindruck, dass er nicht vom gleichen Vertrag oder vom gleichen Text spricht. Aber das werden wir hören heute Nachmittag. Und damit komme ich zum zweiten Kernthema von ProSchweiz, das ist die Neutralität. Wie Sie sicher gehört haben, hat das Neutralitätskomitee kürzlich ca. 130.000 Unterschriften eingereicht und damit eine Volksabstimmung über die Festschreibung der integralen, immerwährenden, bewaffneten Neutralität in der Verfassung erzwungen. Die Mehrheit der Schweizer steht nach wie vor zur Schweizer Neutralität. Allerdings wird diese zum Teil unterschiedlich definiert. Zudem wird kolportiert, dass die Schweiz allein nichts ausrichten könne
und sich ins Sicherheitsdispositiv von NATO und EU integrieren solle. Allerdings ist der Zustand der EU-Armeen, vielleicht mit Ausnahme Polens, eher besorgniserregend. Ohne die NATO und damit die USA könnte sich die EU momentan kaum wirksam verteidigen. Sollte im November ein neuer US-Präsident das Ruder übernehmen, ist die zukünftige Unterstützung der NATO für Europa nicht mehr gesichert. Sollten bei einem Angriff feindliche Verbände auf dem Vormarsch gegen die Schweizer Grenze sein, so haben NATO bzw. die benachbarten EU-Staaten ihren militärischen Auftrag nicht erfüllt oder wurden überrannt und wir wären ohnehin auf uns allein gestellt. Auf diese gefährlichste feindliche Möglichkeit müssen wir uns unsere Verteidigungsanstrengungen ausrichten und nicht etwa auf pazifistische Luftschlösser. Im Gegensatz zur NATO, die notabene eine Angriffsarmee ist, sind wir eine reine Verteidigungsarmee und müssen deshalb für den raschen Wiederaufbau einer glaubwürdigen Armee sorgen. Deshalb ist dem vom Bundesrätin Amherd zur Schau getragenen Schmusekurs gegenüber der NATO eine klare Absage zu erteilen. Auf der Basis eines klaren Auftrags sind Truppenstärke, Logistik, Bewaffnung und Landesversorgung neu zu definieren. Bei einer geschätzten notwendigen Truppenstärke von ca. 300.000 Armeeangehörigen würde das Budget kurzfristig mindestens 10 Milliarden betragen. Mittelfristig wären wahrscheinlich weitere 20 bis 40 Milliarden notwendig. Dabei gibt es problemlos Einsparpotenzial in den Bereichen Asyl, Entwicklungshilfe, bei fragwürdigen sozialistischen Wohlfühlprogrammen, wie zum Beispiel in der Kunstförderung. Und natürlich könnte man auch in der Verwaltung und bei den Beamten sparen und auch Salärkürzungen vornehmen. Als Kleinstaat müssen wir unbedingt blockfrei bleiben und unsere guten Dienste und Angebote zur Friedensförderung anbieten. Leider hat der Bundesrat mit der Teilnahme an Sanktionen gegen Russland die Schweizer Neutralität mit Füßen getreten und unserer Glaubwürdigkeit sehr geschadet. Daran ändert auch der zur Schau getragene Aktivismus unserer Bundesräte im Zusammenhang mit der sogenannten Friedenskonferenz auf dem Bürgenstock nichts. Da Russland nicht dabei ist und immer mehr Absagen, verkommt das Ganze zu einer viel zu teuren Clownshow, notabene zu Lasten des Schweizer Steuerzahlers. Die kopflosen Aktionen seitens der Verteidigungsministerin und des Außenministers verdeutlichen die absolute Notwendigkeit für das Festschreiben der immerwährenden, integralen, bewaffneten Neutralität in unserer Verfassung. Dänische Herkules-Transportflugzeuge üben im Simmental. Hubschrauber der US-Armee landen in Bayern. Französische Militärflugzeuge durchqueren die Schweiz auf der Bahn. Und neuerdings überlegt sich Bundesrätin Amherd, Lieferungen des Patriot-Luftabwehrsystems zugunsten der Ukraine zurückzustellen. Dabei träumt Bundesrätin Amherd von einem Schengen der Streitkräfte, womit eine strukturelle Integration der Verteidigung gemeint ist. Sind wir eigentlich im falschen Film? Wenn dieser fatale Schmusekurs gegenüber der NATO weitergehen sollte, riskiert die Schweiz gar, direkt in eine militärische Konfrontation, gegebenenfalls durch Entsendung von Truppen, eingebunden zu werden. Das dürfen wir keinesfalls zulassen. Applaus
Diese Entwicklungen untermauern die Notwendigkeit, die Eckpfeiler unserer Neutralität unmissverständlich in der Verfassung festzuschreiben. Nur so kann verhindert werden, dass unsere Exekutive macht, was sie will. Pro Schweiz wird unter Leitung von Altnationalrat Walter Wobmann eine Arbeitsgruppe bilden, die eine entsprechende Abstimmungskampagne planen und lancieren wird. Meine Damen und Herren, um unsere Ziele in diesen Kernthemen zu erreichen, müssen wir zumindest referendumsfähig, wenn nicht sogar initiativfähig werden. Das ist ein hohes Ziel. Das heißt mindestens 50.000 Mitglieder, im Idealfall sogar 100.000. Ich appelliere an Sie alle, Mitglieder anzuwerben. Wenn jedes der heute 26.000 Mitglieder je ein Mitglied mitbringt, haben wir es geschafft. Idealerweise haben dann auch alle eine E-Mail-Adresse, das scheint bei Pro Schweiz nicht selbstverständlich zu sein, was eine massive Zeitersparnis beim Einholen von Unterschriften bringt. Zudem benötigen wir für unsere Kampagnen erhebliche Mittel und sind dankbar für jede Unterstützung von Ihnen und Ihrem Bekanntenkreis. Nur so kann Pro Schweiz dafür sorgen, dass man in Bern nicht an uns vorbeikommt. Bevor ich zum Schluss komme, möchte ich meinen Dank aussprechen. Zunächst dem Geschäftsführer von Pro Schweiz, Werner Gartenmann, der mich jederzeit tatkräftig und höchst professionell unterstützt, ein sehr wertvoller Sparringpartner ist und mich ab und zu Geduld lehrt. Geduld ist nicht meine Tugend, da können Sie meine Frau fragen. Aber wir können es miteinander und das ist wichtig. Dann danke ich dem Büro in Lauterbrunnen. Sandra Flück, wo ist sie? Ami Gartenmann und Karin Wieder. Ohne deren tägliche, engagierte Knochenarbeit im Hintergrund wir kollabieren würden. Ich danke den Mitgliedern des Vorstands, die sich ebenfalls sehr engagieren. Ich erwähne sie namentlich und bitte die anwesenden Vorstandsmitglieder, sich kurz zu erheben. Es sind die Altnationalräte Adrian Amstutz, Walter Wobmann, Christoph Mörgeli, Teres Schläpfer, Ulrich Schlür. Die Nationalräte Piero Marchesi und Pierre-André Page, Florence Sager und last but not least, ich möchte fast sagen, unser Auslandschweizer Nicola Sitta. Dann danke ich ganz herzlich Altbundesrat Christoph Blocher für seine stets wertvolle Unterstützung, namentlich in strategischen Fragen. Herr Altbundesrat, es ist ein Privileg für uns, jederzeit auf Sie zählen zu können. Und schließlich danke ich Ihnen allen, liebe Mitglieder, für Ihre wertvollen Hinweise unter dem Jahr, die ich alle lese und die meisten auch versuche zu beantworten, sowie Ihre hochgeschätzten Mitgliederbeiträge. Und nun komme ich zur Kernfrage. Wie schafft es die Schweiz, erfolgreich zu sein? Was sind die Erfolgsfaktoren, an denen es festzuhalten gilt oder besser? Was macht uns so einzigartig? Und woran beißen sich die anderen die Zähne an uns aus? Und ich fasse das im Sinne eines Erfolgsrezepts. Andere würden vielleicht sagen, eine Vision, wie folgt stichartig zusammen. Die individuelle Freiheit und die Meinungsäußerungsfreiheit sind ein kostbares Gut, das unter allen Umständen bewahrt werden muss, auch ohne Ausgrenzung. Und das, was in der EU aus dem Ruder läuft, weniger Staat, mehr Eigenverantwortung.
Tragen wir Sorge und halten wir fest an der direkten Demokratie. Alle anderen haben repräsentative Demokratien, da kann das Volk alle 4 Jahre mal was sagen. Die direkte Demokratie ist eine urschweizerische Tugend, die mit allen Mitteln verteidigt werden muss. Haben wir den Mut, Recht und Ordnung durchzusetzen? Setzen wir auf Frieden durch militärische Stärke? Im Gegensatz zu anderen sollten wir eine tiefe Steuerbelastung möglichst ohne Umverteilung anstreben. Liberalisierung statt Überregulierung und Bürokratie. Festhalten an der verfassungsmäßigen Menschenwürde. Dann ganz wichtig, schauen wir für eine gute und zeitgemäße Bildung. Der duale Bildungsweg ist die wichtigste Investition der Gesellschaft in die junge Generation. Dann die Förderung von Forschung und Entwicklung primär in der Schweiz. Die Schweiz muss zu einem globalen Innovationshub werden. Dann die Rolle der Eltern. Erziehung und Vermittlung von Werten und Tradition ist die Pflicht der Eltern, die nicht an den Staat delegiert werden kann. Und last but not least, seien wir offen für internationale Kooperation ohne Aufgabe der Souveränität. Meine Damen und Herren, der Vorgänger von Ursula von der Leyen, Jean-Claude Juncker, hat die Schweiz in seiner ihm eigenen herablassenden Art 2010 als geostrategisches Unding bezeichnet und dass die Schweiz in gewissem Sinn Nutznießerin der europäischen Einigung sei. Ich sage Ihnen hingegen, die Schweiz ist auch ohne Zutun der EU das beste Land, mit starken Tugenden, unverkennbaren Alleinstellungsmerkmalen und Chancen, die uns im Gegensatz zur zerrbelnden EU kontinuierlich Erfolg gebracht haben und weiter Erfolg bringen werden. Pflegen wir diese Swissness unbedingt diszipliniert weiter. Grenzen wir uns, wo sinnvoll, ab. Und hören wir nicht auf Neider und Miesepeter im In- und Ausland. Ronald Reagan sagte einmal, die Regierung ist nicht die Lösung, die Regierung ist das Problem. Und weiter sagte er, der gefährlichste Satz überhaupt ist, hallo, ich bin von der Regierung und ich bin hier, um zu helfen. So etwas werden Sie niemals von einem EU-Funktionär oder Berner Beamten hören. Bauen wir unsere Verwaltung und den zentralen Beamtenapparat in Bern ab, niemand wird es merken. Sie wissen ja, wie sich 2 Beamte in der Kaffeepause begrüßen. Kannst du auch nicht schlafen? Verlagern wir Verantwortung in die Kantone und Gemeinden und fördern wir die Eigenverantwortung des Individuums. Ganz im Sinne unserer Staatenbund-DNA. Nivellieren wir nicht nach unten, sondern messen wir uns mit dem Besten.
Mag um uns herum der Teufel los sein und die Wirtschaft kränkeln, es geht uns immer noch relativ gut. Verfolgen wir beharrlich unseren Weg. Lassen wir uns nicht von Güppli-Sozialisten, die nie auch nur eine einzige Stelle oder Firmenwerk geschaffen haben, sowie Traumtänzern anderer Couleur Angst einflößen. Seien wir wachsam und stehen wir ein für unser Land und unsere Überzeugung. Verhandeln wir hart und offen, aber auch fair und ehrlich. Und wenn es im ersten Anlauf nicht klappt, dann stehen wir auf und suchen eine andere Lösung. Und damit schlage ich den Bogen zum begnadeten Lichtkünstler Gary Hofstetter. Lassen wir uns von seinen wunderbaren Lichteffekten der Schweizer Berge berauschen und mit ihm träumen. Manchmal ist sogar Träumen erlaubt. Ich bitte Sie, den eingangs erwähnten Weckruf in Ihren Freundes- und Bekanntenkreis zu tragen. Erlauben Sie mir zum Schluss, das Ganze auf eine Formel zu bringen. Pro Schweiz, der Name ist Programm. Zuerst kommt immer die Schweiz oder wenn Sie mögen, Switzerland first. Damit ist alles gesagt. Ich danke Ihnen. Nope.